Conny und heute spielen wir mal Squid Game. Ich meine, wurde auch langsam mal Zeit, dass auch ich ein Squid Game Video mache. Und ich habe das Gefühl, es hat sich inzwischen alles hinausgependelt auf dieses eine Squid Game, das inzwischen alle großen YouTuber spielen. Crafter hat aber auch ein Squid Game gemacht, das auch immer noch ziemlich gut gespielt wird, aber nicht so viel wie dieses andere. Aber ich möchte mal schauen, wie weit Crafter das Spiel inzwischen gebracht hat. Der war ja jetzt eine Woche lang im Urlaub, also wird da vielleicht nicht so viel passiert sein. Aber ich möchte einfach mal gucken. Auf jeden Fall gibt es ja schon mal Halloween-Dekorationen in der Lobby. Und es wird wahrscheinlich immer... Doch, ich muss mich in den Kreis stellen. Und wenn ich mich in den Kreis gestellt habe, dann werde ich beim nächsten Teleportationsvorgang mitgenommen. Und das ist ein bisschen blöd gemacht, weil hier steht jetzt 0. Und der Countdown fängt wieder von vorne an. Aber in Wirklichkeit werde ich gerade schon teleportiert. Nur Roblox braucht immer eine Weile, bis so eine Teleportation dann wirklich durchgeführt wird. Jetzt werde ich erst richtig teleportiert. Und das ist natürlich ein bisschen irreführend. Das müssen die dann ein bisschen besser machen. Aber der Teleportationsservice von Roblox ist ziemlich blöd. Und jetzt habe ich diesen Skin. Ich mag diese Haare nicht. Warum kriege ich diesen Skin? Please! So. Wir sind jetzt hier in dieser Lobby da oben. Was ist da denn drin? Bruder, was fällt da? Weiß es nicht. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Sekunden warten. Dann geht's los mit dem ersten Spiel. Wenn wir hier reingehen, werden wir erschossen. Also werden wir das erstmal nicht machen. Und es geht los mit Red Light, Green Light. Das Schöne ist, ihr seht, die hat sich jetzt ein bisschen zu viel erlaubt. Aber in diesem Ampelspiel hier kann man sich noch relativ viel erlauben. Wenn man wirklich erst gekillt wird, wenn dieser Scan kommt. Das heißt, selbst wenn der Kopf umgedreht ist, kann ich noch ein bisschen weiterlaufen. Und muss dann stehen bleiben. Und ich bin die Eins. Oh mein Gott, ich bin die Eins, Leute. Ich bin der alte Mann. Ich habe Squid Game nicht geguckt und ich werde Squid Game wahrscheinlich nie gucken, weil ich nicht so ein Seriengucker bin. Meine Schwester hat mich neulich dazu überredet, mit Haus des Geldes anzufangen. Und jetzt muss ich mit Haus des Geldes fertig werden. Aber das ist so anstrengende Serie zu gucken, weil da muss man sich Zeit nehmen, um die Serie zu gucken. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ja, kein Risiko eingehen, ne? Wir haben mehr als genug Zeit. Hallo, willst du... Danke. Schaut euch diese Trottel an. Wann die spawnen eigentlich, die Buddies? Weil da vorne war ja vorhin auch noch einer. Naja. Aber du hast auch diesen hässlichen Skin, ne? Aber ein anderes Gesicht. Opfer. Na, hast du es bald geschafft, Homie? Das ist echt traurig, dass so wenig Leute jetzt übrig sind, ne? Wir sind noch 4 Leute nach dem ersten Spiel. Also, das ist lächerlich. Yay, wir haben es alle geschafft. Und jetzt müssen wir warten, bis wir zurücktippet werden. Yay! Kommen wir mal in die Konsole. Aha, Triss. Habe ich es mir doch gedacht. So. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ja, doch, jetzt müssen wir erstmal eine Nacht lang überleben, oder nicht? Und die Betten wurden näher an die Wand gestellt. Ihr Monster, was habt ihr die Betten näher an die Wand gestellt? Jetzt kann man sich nicht mehr hinter den Betten verstecken. Das ist Wucher. Was fällt euch ein? Was fällt euch ein, Bruder? Doch, hier kann ich mich hinter verstecken. Hier findet mich niemals jemand. Ich will eigentlich lieber jemanden töten, aber wenn ich... Oh Gott, wir sind nur noch 3 Leute. Wenn ich jetzt jemanden töte, dann spiele ich Squid Game alleine durch. Please. Ich komme hier nicht mehr raus. Please. Please, Hilfe. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Komm schon. Ja gut, dann müssen wir wohl warten. Da komme ich hier... Hier komme ich safe nirgends durch. Oh oh. Oh oh. Kommt der hier rein? Kommt der hier rein? Der ist doch hier oben drauf, oder nicht? Please. Okay, hier ist niemand drauf. Und ich glaube, wir haben überlebt, ja. Na gut. Hätte ich mal lieber jemanden getötet, dann hätte ich wenigstens Spaß gehabt an der Sache. Mist. Haha, ich hab's rausgeschafft. Next game is Marbles. Yay. Und wie funktioniert Marbles in diesem Spiel? Welcome. Willkommen. You will be playing Marbles. Yay, wir spielen Marbles. You fools. Okay. You will start with 10 Marbles. You must guess if it's odd or even number. Ja, okay. If correct, you will get however many Marbles. Alles klar, however many. If wrong... That amount will be taken from you. Warte mal, dann ist das ja ein faires Glücksspiel, wenn der gleiche Amount genommen wird, wie getaked wird. Ja, good luck, danke. Natürlich, zuerst immer Odd. Muss ich jetzt wirklich warten, bis die 10 Sekunden rum sind? Pff, na, jetzt ist es even. Gerade Zahl, 100%ig. Ich weiß das. Ich habe das studiert. Glaub mir einfach. Ja. Jetzt nochmal even. Warum habe ich nur ein Marvel bekommen? Wie oft müssen wir das jetzt machen? Whoop-di-doo, 5 Marbles! Ich habe gewonnen. Ich bin so ein Boss. Was willst du? Ich habe die meisten Marbles von alle. War's das jetzt? Werden wir jetzt wieder zurücktippet? Wieso bist du gestorben, Bro? Oder habe ich mich jetzt aus dem Marbles-Game ausgeklinkt irgendwie? Kann es sein, dass die anderen weiter Marbles spielen und ich nicht mehr? Oder habe ich schon genug Marbles zusammen, dass ich gewonnen habe?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann eine Sache sagen. Ich bin der größte Boss in Marbles. Wenn der jetzt auch noch stirbt, das wäre so lustig. Na? 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 Wie findest du das? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Hä? Gefällt dir das? Ich verschieb dich, ich verschieb dich. Schön in der Reihe bleiben, ne? Gucken wir uns mal die Map an, solange die da noch Marbles spielen. Also der ist jetzt auch fertig, na gut. Please, ich will nicht von ihm abgestochen werden. Was ist das da? Ist das ein Notausgang, please? Ah, ich liebe diese Musik. Wisst ihr, in diesem Spiel gibt es zwar Voice Chat. Don't fall down. Don't fall down, das kann ich machen. In dem Spiel gibt es zwar Voice Chat, aber weil mehr als 30 Spieler spielen können, geht der Voice Chat nicht. Sonst hätte ich ja jetzt Voice Chat, das wäre so cool. Apropos Voice Chat, wenn Pet Simulator X Update rauskommt und es dann Voice Chat gibt, das wäre so cool. Na, willst du? Willst du zuerst? Willst du zuerst? So easy. Jetzt bist du dran. Ich habe die erste Hälfte gemacht, du bist für die nächste Hälfte dran. Das war zu easy. Du hast dich einfach nicht getraut, du Opfer. Das Spiel ist ja übrigens rigged. Wenn es nur zwei Spieler, also es gibt nur so viele Fenster, die zerbrechen, wie es auch Spieler gibt. Das heißt, wenn du alleine hier spielst, dann hast du praktisch gewonnen. Und man kann schon erkennen, welche dieser Scheiben zerbricht daran. Eine ist ein bisschen heller, die andere ist ein bisschen dunkler. Aber das ist tatsächlich schwer zu erkennen. Wobei die da scheint, oder? Keine Ahnung. Jetzt schubsen wir dich runter. Komm, runter. Runter. Please. Please. Mach mal den Sound lauter. Warum ist der Sound so leise? Hat etwa jemand daran an Voice Chat gedacht? What now? We must wait. We were too fast. Noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Wir haben gewonnen. Ich will hier rein. Haben die da eine unsichtbare Wand hingemacht, weil dadurch schon so viele Leute gestorben sind? Na gut, dann war es das wohl mit Squid Game. Es wurde scheinbar nicht sehr viel dazu gepatcht. Es gab halt Marbles jetzt. Das habe ich noch nicht gespielt, aber... Na gut. Wobei, wenn dieses Video hier rauskommt, dann wird es wahrscheinlich doch sehr viele weitere Spielmodi geben. Mir fällt gerade ein, dass ich ja ziemlich weit vorproduziere mit meinen Videos. Also schaut gerne in die Beschreibung, da werde ich dieses Spiel hier verlinken. Ihr könnt mal nachschauen, ob da jetzt in weiteren Spielmodi dazu gepatcht wurden. Theoretisch müssten sie es zum Zeitpunkt, an dem das Video rauskommt, sein, weil... Crafter ist dann aus dem Urlaub längst zurück und könnte schon längst dran weitergearbeitet haben. Übrigens, Followers an Twitter, @devjanzi, CrafterLinus und Astra Studios. Yeah! Das war's und ciao!